wird natürlich geschätzt, vor allem für seine sinfonischen Werke. Also man bewundert ihn in seiner Instrumentierung, in seinem Ideenreichtum, für die Motive, wie er daran arbeitet und durch so eine Sinfonie strickt. Die drei Konzerte sind sehr unterschiedlich. Die sind natürlich alle in Dur geschrieben, also G-Dur, C-Dur, A-Dur. Aber haben eine riesige Spannbreite von unterschiedlichen Charakteren und Formen. Man hört einen Klang, der durchaus an die Barockzeit erinnert, aber man spürt die Ideen, die weit in die Zukunft weisen. Haydn war überhaupt kein Kompositionswunderkind. Haydn hat jetzt nicht dieses Elternhaus gehabt, wie zum Beispiel Mozart oder Bach, wo es einfach schon Generationen vorher Musiker gab im Haus. Und hat sich dann im Laufe seines Erwachsenwerdens alles selbst erarbeitet. Naja, es gibt natürlich Komponisten, die haben sozusagen eigentlich gegen das Instrument geschrieben, weil sie so die Idee im Vordergrund hatten und das Instrument eigentlich hinterhergestellt haben, also hinten dran gestellt haben. Und so war Haydn nicht. Der hat wirklich ins Instrument hineinkomponiert. Das liegt alles geigerisch machbar. Es ist anspruchsvoll, das auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall für die Geige komponiert. Wir spielen auf Barockinstrumenten, Barock-Darmsaiten natürlich, Barockbögen. Viele im Orchester spielen alte Instrumente. Es gibt auch einige moderne Kopien von alten Instrumenten. Ich spiele ein recht altes Instrument aus dem 17. Jahrhundert von Andrea Guarneri, aber eben in dieser barocken Einrichtung. Es war mir auch irgendwie ein persönliches Bedürfnis, Haydn, was diese Konzerte speziell betrifft, aus so einer Ecke rauszuholen von, das sind Schülerwerke. Das ist irgendwie die Ecke, in der diese Konzerte immer stehen. Also ich finde die Musik sensationell und sensationell aufregend, spannend und einfach auch in ihrer Bandbreite sehr fordernd und erfüllend.